Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jawcraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Morgendenken. Das One Chunk Hotel ist fertig. Und ich habe es gebaut und es ist wunderschön geworden und... Schlecht. Okay. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge-Einsendung. Heute in Folge 154 wurde nämlich ein... Stopp! Und 153, Lernzählen, du Idiot... ein One-Chunk-Hotel eingesendet von Mockstar. Hallo Joe und andere. Ich habe ein kompaktes One-Chunk-Hotel innerhalb von circa 8 Stunden mit viel Technik gebaut. Unter anderem ein Aufzug, der 4 Etagen anfährt, ein Restaurant-Keycard-System und eine selbstauffüllende Minibar. Jetzt bin ich natürlich mal sehr, sehr, sehr gespannt, was denn tatsächlich dieses Hotel von den versprochenen Sachen kann. Hübsch. Sieht tatsächlich ganz nett aus. Es gibt Farmsysteme und so. Ich bin mit meinem One-Chunk-Hotel auch weitergekommen. Ich wünschte mir, dass ich mehr Zeit hätte, dort reinzustecken, aber no. Wir gucken mal, was passiert. Ziemlich kompakte Technik. Ist ordentlich. Schöne Sache. Ist ein komplettes Void hier in einer Map. Und auf geht's. Kiste, Musik, ab. Also, Minibar füllt sich morgens auf. Okay, verstanden. Hallo, The Jawcraft und andere. Ich habe ein Kind. Okay, haben wir schon gelesen. Besitzen wir. Okay. Ich hoffe, es gefällt. Dann gucken wir uns das Ding mal an. Oh, schönes Design. Genau so ein Design strebe ich in diese Richtung auch so ein bisschen an. Nice. Zimmerkarte einwerfen, Restaurant, Poolbereich. Okay. Ah. Okay, verstehe. Cool. Hä, du bist jetzt auf die Zimmer gefahren. Ich dachte, der Fahrstuhl fährt jetzt runter auf Restaurant- und Poolbereich. Ein Badezimmer gibt es hier. Er hatte genau das gleiche Problem wie ich auch. Aber so ein öffentliches Badezimmer, weiß ich nicht, ob das so schön ist. Okay, warte, dann checken wir mal ein. 6 Eisen, eine Zimmerkarte. Essen umsonst. Mhm. Für befugtes und ausgebildetes Personal. Hallo, was haben wir denn da? Essensausgabe, Aufzug an, Licht an. Okay. Verstehe. Ja gut, okay. Kann man an- und ausschalten. Macht Sinn. Manche Hotels können das auch, dass man den Eingang blockieren kann in der Hausschule. Aber nochmal, ich möchte gerne zum Restaurant- und Poolbereich. Warum hast du mich gerade auf eine Zimmeretage gebracht? Funktioniert's doch nicht. Aha. Jetzt macht das. So, hier wollte ich als erstes hin. Pool? Okay, ich verstehe. Es ist süß, dass es... Okay, ein kleines Musiklied, nicht schlecht. Wasserspiel. Okay, was ich süß finde, ist, dass hier quasi, dass die Leute hier quasi, dass hier liegen so ein paar Leute, so ein Badeanzug, leicht bekleidet und dann kommen hier so Leute im Anzug rein, so, sind wir im Restaurant? Ah ja, dürfen wir mal kurz vorbei, dankeschön. Und dann ist hier das Restaurant. Ah ja, ein kleiner Tisch ist hier, ich verstehe schon. Süß, kostenlos essen. Schöne Sache. Okay, es füllt sich von alleine nach. Sehr cooler Mechanismus. Fein. Aufzug rufen. Ich glaube ihm, dass er Aufzug kommt. Aber ich möchte noch einmal die Zimmer sehen. Okay. Auf geht's. Bring mich runter. Zimmer 3 habe ich. Okay. Dass die Türen aufgehen, ist halt ein bisschen doof, muss ich sagen. Und auch, dass man sich hier hinstellen kann. Das sind vielleicht Sachen, die man nochmal vielleicht überarbeiten könnte. So, muss man das hier unten reinlegen? Ja. Und der liegt dann hier drin. Okay, auch nicht schlecht. Anders als das Hotel, was ich gebaut habe. Oder was ich gerade am Bauen bin. Irgendwas mit dem Licht scheint nicht ganz zu funktionieren. Oder bin ich gerade so doof, den Lichtschalter zu bedienen? Ah, du hast hier ein Problem mit dem Redstone. Hast das abgeschnitten. Verstehe. So. Checkt eure Einsendung, Leute. Überprüft es. Alles, was zu überprüfen gibt. Ich meine, bei einer Riesenmap kann ich verstehen, dass das vielleicht aufwendig ist, das zu überprüfen. Aber ich meine, hier, die Hotelzimmer, hättest du doch überprüfen können. Hier funktioniert das nicht. Okay, wie sieht es denn hier oben aus? Haben wir den gleichen Fehler hier?
Nein, ist nur der Fehler in dem einen Raum. Interessanterweise habe ich genau das defekte Zimmer bekommen. Oh, oh, oh mein Gott. Ey, was ist das denn hier? Das ist nicht VIP-Behandlung hier. Um Himmels Willen, Leute, ich bin YouTuber. Ich will natürlich sofort immer in die Penthouse-Suite. Wenn ich nach München fahre, dann geht es für mich in den Bayerischen Hof. Nein, Spaß. Also, ich kriege das letzte Ranzzimmer mit kaputter, defekter Technik. Ich habe gefühlt immer, wenn ich in ein Hotel gehe. Ich war noch nie in einem perfekten Zimmer. Doch einmal, aber ich habe gefühlt 3 oder 4 Mal war ich im Hotel und da waren die Zimmer, waren Sachen defekt oder so. Ich war einmal in einem Hotel, da dachte ich, was für ein schönes Zimmer. Ich war richtig glücklich, bin auf Toilette gegangen, habe abgezogen und so wie ich abziehe, kommt plötzlich aus der Badewanne so die ganze Suppe nach oben. Und ich denke mir so, ich habe irgendwie kein Glück. Ist der Fahrstuhl gerade an mir vorbeigefahren? Geronimo! Hallo? Aufzug! Ah, nein! Oh, gefangen. Im Aufzug gefangen. Okay, nice. Also, ich meckere viel zu viel. Das ist ein wunderschönes Hotel. Vor allen Dingen, weil das auch fertig gekriegt hat. Mein Hotel ist noch nicht mal fertig. Echt coole Technik. Das mit dem einen Fahrstuhl, der hier durchgeht, ist echt klasse gelöst. Und das Design sagt mir total zu. Dieses hier oben, dieses Design, das ist dir wirklich, wirklich gut gelungen. Mein Lieber, dein Name ist so schwer auszusprechen. Mockstar. Nee, ist eigentlich nicht, wenn man ihn mal lernt. Schönes Hotel. Es hat mir gut gefallen. Ich sehe, dass es hier gratis Essen gibt. Cool. Man wird hier mit Melonen beworfen. Kennt man. Schöne Einsendung. Schönes Ding. Könnt ihr euch downloaden und eure Welt einfügen. Da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel was zu sagen. Was war das mit der Musik? Warte mal. Ist das Blues Brothers? Es kommt mir irgendwie bekannt vor, oder? Es wird zweimal wiederholt. Ist das... Frage an den Chat und an die Kommentare und so. Ist das Blues Brothers oder kennt man das Thema oder ist das einfach irgendwas? Der Night-Sensor für die Farm etc. ist klar. Die Minibar wird täglich nachgefüllt. Minibar? Wo war denn die Minibar? Minibar! Minibar. Minibar. Mini, 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 ba, 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 da, da, ba. Wo ist die Minibar? Hä? Wo ist die Minibar? Da! Hallo! Oh, wie krass. Okay, die habe ich total übersehen. Alles klar, das Hotel hat auch noch eine Minibar. Gut. Nice. Ich höre gerade von ein paar Leuten, die live zugucken, dass es Blues Brothers ist tatsächlich. Okay, oder? Man könnte sich vorstellen. Aber geht das nicht anders? Geht das nicht dann, 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 da, da, dann, 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 da, da, dann, 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 da, da. Viel Spaß mit diesem Ohrwurm. Ciao, Leute.